So, ich habe mir ein kleines Notizbuch besorgt, als persönliches Gebetsbuch, wo ich mir Sprüche, Meditationssprüche, Gebete aufschreibe, persönlich für mich zu mitnehmen. Und den ersten, wo ich jetzt aufgeschrieben habe, ist von Rudolf Steiner, Anrufungs Michaels. Sieghafter Geist, durchflamme die Ohnmacht, zaghafter Seelen, verbrenne die Ich-Sucht, entzünde das Mitleid, das Selbstlosigkeit, der Lebensstrom der Menschheit, Wald als Quelle der geistigen Wiedergeburt. Und durch das, dass ich das persönlich aufschreibe, bekommt es, hoffe ich, denke ich, noch mehr Macht zu wirken, um eigentlich in eine Zukunft zu kommen, die wo Christus entspricht.